So, hallo, ich möchte kurz etwas bereden. Ich finde es eine richtige Frechheit, was YouTube momentan mit meinen Videos macht, weil es kann nicht sein, dass der Ton drei- oder viermal so laut ist wie meine Stimme. Also bitte, ich höre jetzt fast keine Musik hier. Wenn es jetzt auf YouTube Musik hörbar ist, dann ist es wirklich so. Also ich teste natürlich immer alle Videos, bevor ich sie hochlade. Mit allen Player, die ich habe. Ich habe ungefähr 4, 5 Players. Und überall war es leiser und die Stimme war genug laut. Also, wahrscheinlich habe ich ein paar Dislikes bekommen, weil die Stimme sehr leise war. Aber ich kann ja nichts dafür, wenn YouTube die Stimme runterregelt, aber dafür die Ingame-Musik und die Effekte, Soundeffekte hochdreht. Verstehe ich es nicht. Und außerdem muss ich immer sehr lange warten, bis das YouTube-Video bearbeitet ist. Darum habe ich jetzt mal auf runter gestellt auf 27p und ja, außerdem habe ich jetzt hier ein bisschen Lags, also ein bisschen Kamera-Lags. Das liegt an Fraps, weil Fraps schon uralt ist und irgendwie nicht mehr weiterentwickelt wird. Und andere Player sind natürlich noch schlechter und ja, finde ich auch eine Frechheit, dass die das. Steve Fraps gar nicht ja, weiterentwickelt. Und ich sehe gerade, Antiochia hat nur eine einzige Einheit drin. Also peinlicher Fail von Seleuki. Ja. Schrecklich. Okay, ja, ich werde es natürlich danach ein bisschen spannender machen. Nein, zuerst der Spion, der hat am meisten Sichtweite. Ja, da müsste ich den hier hin tun. So, hier ist irgendwie gar nichts. Und der Spion, der Attentäter, der geht hier hin. So, einfach ein bisschen unsichtbar bleiben. Ich will ja nicht andere Leute, andere Völker erzürnen oder so etwas. Und ja, also. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt viel besser. Und nicht mehr so eben. Also die Soundqualität vor allem. Nicht mehr so schlecht. Und eben durch das 720p anstatt Full HD. Es ist jetzt auch angenehm aufzunehmen und zu hochzuladen, weil YouTube braucht ungefähr zweimal so lange wie letztes Jahr. Irgendwie ist YouTube extrem langsam geworden und. Ich kann es nicht verstehen. Tut mir leid. Vielleicht liegt es auch nur an meinem Standort hier oder so. Keine Ahnung. Ich mache hier noch ein bisschen die Steuern hoch. So. Nicht laggen, bitte. Hey, ich habe 50 FPS. Bitte hör auf zu laggen, Fraps. Es nervt langsam. Verbesserte Straßen und Hand. Ah, das ist ein Weg. Das sah aus wie ein Feld. Okay, Rot, ja, rot. Strategie. Lieber Trader, ja. Lieber Trader. Ist nicht so teuer und schnell fertig. Ja, und hier muss ich, hier könnte ich eigentlich wieder, den Schrein der, was soll ich mal, Isis. Ich nehme Isis hier. Aber kurz und kurz schauen. Isis. Escapers ist Farming. Das ist Isis. Fairity. Fertility. Okay. Nein, Farming. Das ist Asklepios. Ja, Asklepios. Schlecht sichtbar, aber okay. Jetzt frage ich mich, ob ich mit denen im Handelsding bin, weil ich möchte schon die ein bisschen noch unterstützen, weil die so schwach sind momentan. Irgendwie haben die ganz, ganz gefehlt. Field of Games, ne.
Also wenn es später auch so Games gibt, so Dinge, wo die Zufriedenheit steigert, dann ist es cool, aber ich möchte lieber hier noch ist nice zu teuer, also ja, ich habe nur noch fast 3000 Geld. Ja, dann verende ich hier das hier noch. Und jetzt noch mal kurz speichern. Alt Antiochia. So. Probieren wir es mal. Wird schwer. Okay, nächste Runde. Also nächste Runde. Ich werde noch kurz schauen, ob ich hier noch... Also jetzt geht es für Apps auch wieder besser. Ich kann ohne Probleme jetzt wieder steuern. Mit der Maus... mit der Pfeiltasten. Da, genau. Da habe ich schon. Also eigentlich habe ich ja jetzt alles. Ich möchte noch kurz schauen, wie es denen geht. Eigentlich sind die ja noch voll. Ja, was soll ich mit denen machen? Ich schicke sie mal da hoch, ohne angreifen. Ah, da sind sie. Also, ja, die kommen wahrscheinlich zur Hilfe oder so. Also, nächste Runde. Ja, nichts mehr zum Bewegen. Aber wahrscheinlich werde ich die Orangen doch killen müssen. Weil, ja, mit denen werde ich wahrscheinlich Frieden bald machen. Und sonst habe ich gar nichts mehr zu kämpfen. Und ich möchte ja die Gegend hier auch machen. Vor allem Saudi-Arabien möchte ich jetzt den Band noch schaffen, wenn es geht. Die fortschrittlichste Seite, cool. Ja, wir sind die fortschrittlichsten. Ja, ich möchte das nicht immer wissen. Und jetzt habe ich hier noch Ptah. Das ist hier. Okay, nichts mehr. Da mache ich mal die Steuern hier auf niedrig, um die Bevölkerungs... das Bevölkerungswachstum hochzuschrauben. Und hier ist schon niedrig. Ja, eigentlich kann ich es beiden hier machen. Ich habe... Ja, okay, ich habe schon ein bisschen Verluste. Das ist schwer. Hier mache ich sie hoch. So. Und dafür hier unten auch runter. Habe ich schon, okay. Und was ist denn hier? Auch niedrig. Das sind wieder die Macho-Mais. Oh Gott. Jetzt bin ich wieder drin bei Pixelmon, also Pokémon. Jetzt habe ich wieder ein paar Pokémon jetzt auf Lauf. Nein. Ja, hier ist schlecht. Niedrig. Niedrig. Ja, also kurz noch bewegen, sonst vergesse ich das. Zuerst hier den Spion. Das ist am wichtigsten. LOL, die greifen die an. Krass. Das will ich mitsehen. Ich möchte dahin. Okay, das könnte ich auch noch einnehmen. Und dann mache ich Frieden am besten. Nabatu Frieden. Mal schauen, ob das ein Dinglager ist. Okay, die sind gar nicht hier runtergegangen. Sondern hier hoch oder was? Fragen über Fragen. So. Du blödes Schiff gehst kaputt. Mal schauen, was denn hier ist. Ist hier wirklich nichts? Da ist wieder eins, aber... Okay, es sind leider noch relativ viele. Die möchte ich angreifen. Fragen, ob sie Handelsding machen und eventuell auch Bündnis, so viele Bündnisse wie möglich einfach, damit dann nicht einfach alles dann nur noch totgeschnetzelt wird und so, das ist dann wirklich böse Schwiegermut. Ja, das ist wirklich nicht mehr so feierlich, wenn immer nur Krieg ist und könnten wir sogar noch
verlieren mit der Zeit. Du gehst mal ein bisschen hoch, gut. So, und du wollte ich noch schauen. Ja, Bevölkerungswachstum muss schon nicht plus sein. So, also jetzt nochmal speichern, nämlich das über Speichern. So. Und Krieg. Komm schon, Krieg. Hallo? So. Siedlung angreifen. Ja, muss ich das unbedingt? Ja. Ich habe wahrscheinlich mehr Verluste dann. Komm, ich mach's. Oh je. Jetzt haben sich wieder die Fernkämpfer des... Wieso haben Fernkämpfer Ramböcke? Ich kann es nicht verstehen. Aber immer die ganze Zeit haben die Fernkämpfer die Ramböcke, nicht die Nahkämpfer. Das ist völlig unrealistisch. Vor allem, wenn sie einen Rambock haben, dann können sie gar nicht schießen. Dann verteidigen sie ihn. Und Fernkämpfer, Nahkampf, ja. Ich weiß ja nicht. Oh, Mann. Ich hätte gerne so ein neues Spiel. Einfach von Medieval 2 und vom Rom 1 und nicht so neumodischen Rom 2 oder sonst irgendwas. Quatsch. Okay, sind die, also genau die, die... Genau die, die am wenigsten Verteidigung haben, natürlich. Boah, das ist so geile Armee. Es laggt sogar ein bisschen, tut mir leid, aber das ist... Das liegt an den hohen Texturen. Auflösung und so. Krass, einfach krass. Schade, dass man es nicht so real, also so exakt sieht. Dafür ist die Grafik halt zu schlecht. Aber es ist mal richtig geil. Richtig geil, richtig geil. Soll ich mit den Reitern ein... Oh, was haben die für Truppen? Okay, die haben jetzt doch zwei. Vielleicht haben sie eins doch hergestellt. Sie haben leider... ich werde wahrscheinlich die rein tun. Das geht nicht hier. Ja. Okay, mal schauen. Also, die. Ja. Bogenschützen hier. Wir haben leider nicht viele Nahkämpfer. Eher Speerkämpfer, also Speernahkämpfer. Keine Schwertnahkämpfer. Ja, dann rennst du halt nicht. Du. Ich hab doch gesagt, du musst kommen. Ah, was ist denn los? Irgendwie ist das ein bisschen verbuggt. Wenn ihr das könnt. Hier. Aber schnell rein, bitte. Machen wir ein bisschen vorwärts. Kommt keine Ding runter, ne? Kein Pech. Wie das tönt. Oh Gott. Der schwerste Kampf aller Zeiten. Nein, ich pause. Ihr geht jetzt mal rein. Jetzt habt ihr schon wieder aufgehört zu rennen. Ihr geht mal rein. So. Schön. Und ihr dahin. Kommt jetzt bitte. Ah, seid ihr langsam. Okay, das ist ein Wurfspeer.
Das ist klar. Die machen überhaupt nichts. So extrem, also. Aber wenn ich ein Wunschspiel hätte, dann würde ich wirklich so ein Spiel machen, wo richtig realistische KI hat und auch eine Bedienung vor allem. Also, mich stört ein bisschen die Bedienung von Medieval 2. Und eben, dass sie nicht rennen wollen, obwohl man doppelklickt. In Rom 1 ging, das konnte man doppelklicken und dann sind sie gerannt. Also irgendwie haben sie das verschlechtert damals. Oh, Angriff der Speere. Autsch. Also geht eine, die vorderste mal zu denen. Die auch. Und die anderen warten noch. Seid ihr schnell Speerträger, dann mag ich die nicht so, die sind so langsam. Blub, 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 blub. Ich kann es auch nicht verstehen, dass Fraps einige Probleme mit Medieval 2 macht, weil ich kann das Spiel auf höchsten Einstellungen ganz komplett mit zwei riesigen Armeen ruckelfrei spielen, weil ich ja ein relativ neuen PC habe, also von 2011. Und das kann ich so nicht verstehen, dass es mit Fraps leckt. Also ich habe ja schon. Ich bin momentan am Ausprobieren, wie es mit einem anderen Programm geht. Aber. Ja, die sind da oben, okay. Von mir aus. Sie schauen aber auch in die falsche Richtung, also viel vom Kampf haben sie nicht übrig. So, jetzt schauen wir das sehr exakt an. Die Bogen schießen. Wo? Sehe nichts. Naja. Hier geht jetzt weg. Geht mal hier hin. Ihr seid heute arbeitslos, weil Bogenschützen sowieso extrem schwach sind. Ah, ihr hört jetzt einfach auf, oder was? Mir nervt es einfach, dass so viele Einheiten mit Fernkampfwaffen ausgerüstet sind. Vielleicht war es früher ein bisschen realistisch, aber die hatten auch eine bessere KI, oder? Also bitte. Also. Ja, dann rennst du halt nicht. Wahrscheinlich bist du zu... Ah, das ist ein paar nicht. Die müssen rennen. Die rennen. So. Ich mache jetzt alles auf eine Karte. Ah, wahrscheinlich sind die Äxte so, dass die Speer gar nicht ausfahren können. Da haben sie diese schwach hier vorne. Oh je. Aha. Yeah. Ich werde hier noch ein paar kommen, ja, da hier rüberstellen und die Bogenschütze mache jetzt diesmal hier hin. Ja, die müssen hier hinkommen. Was ist jetzt los? Es ist doch kein Ding blockiert. Wahrscheinlich sollte hier Gebäude sein und sie haben die gar nicht fertiggestellt. Ja. Also wahrscheinlich ist die Stadt gar nicht noch nicht ausgebaut und ja. Ja, der Kampf ist so ein bisschen schlecht. Könnt ihr nicht hier vorbei hier. Könnt ihr nämlich angreifen. Bitte schneller. Hallo. So, jetzt schaue ich an. Okay, die gehen jetzt wieder hier durch.
die Reiter kommen. Okay, der Platz ist fast eingenommen. Ohne Speer. Okay, die von hinten kommen, ja. Und die haben immer so schöne Fälle. Meine sehen aus wie kleine Buben. Oh, die haben einen kleinen Buben. Ah, es ist halt so schwach, dass sie so viel Leben verliert. Gebäude eingenommen. Wieso habe ich das Tor verloren? Habe ich doch nie verloren. Ja, wahrscheinlich kämpfen sie bis zum Tod. Warum verliere ich so viel? So, jetzt mal schauen hier. Ja, da könnten wir es schaffen. Oh je. Oh je. Das kommt nicht gut. Wir sind zu schwach. Ich muss hier mal... angreifen. Kämpft doch besser, haben die so gute Generäle. Und die anderen kommen gar nicht, die sind so extrem langsam. So. Ach, die Verluste hier. Ach, kommt doch bitte, ich hab euch bestellt, jetzt kommt endlich. Es ist zum Mäusemick. Also ich mag die Kämpfe in Medieval 2 nicht so. Vor allem jetzt mit diesem Mord wurden sie noch schlimmer und zäh. Mach ich das mal so. Weil hier brauchen wir auch noch ein bisschen Unterstützung. Krass. Die kämpfen, also die kämpfen so schlecht unsere Einheiten. Immerhin, die sind nämlich recht teuer, dann sterben sie und okay, gut. Dann haben wir hier schon mal 4 Minuten Platz einnehmen. Aber diese Verluste, die im Sofortkampf sind es ganz wenig Verluste und hier sind es so viele Verluste, obwohl man nicht so viel machen kann. Man hat einfach zu viele Verluste. Wahrscheinlich bekommen die sogar eine Erfahrung weniger. Streifen, die Streifen. Ist mir egal. Ich brauche die nicht mehr. Jetzt kommt endlich. Jetzt schlafe ich dann noch ein. Haut ab. Haut ab. Ich löse euch nach dem Kampf auf. Greift mal mit den Speeren an und ihr macht wieder Dinger und greift jetzt die an. Schon wieder Gebete flogen, ist mir egal. Haha! Jetzt seid ihr tot, alle. Ja, jetzt geht's. Ja, die Dinge generell sind extrem stark. Ich habe in den anderen Kampagnen eigentlich immer mit den Generalen angegriffen, aber die konnte ich da besser trainieren als hier im Let's Play. Geht mal hier rüber, bitte. So, wie geht's jetzt denn? Ja, kommt endlich. Ach,
bisschen langweilig, dieser Kampf. Eben durch diesen Mod streckt sich einfach alles, weil viele haben viel mehr Defensive und weniger Angriff vor allem. Ja, von mir aus hat wieder eingenommen, ohne dass ich irgendwas mache. Tja. Jetzt wieder das Gebäude flohen, wieder ein. Okay, wo ist eigentlich der General? Den habe ich ja noch nicht besiegt. Wahrscheinlich der. Das sind noch zwei gleiche. Wo ist der General? Wo ist der General? Der da. Scheinbar. Mit Schlangen auf dem Kopf. So ein Büschel. Tja. Also bitte, bitte liebe Mod-Entwickler, macht doch ein bisschen die Kämpfe spannender. So. Eine Bade oder so das. Diese Verluste, unglaublich. Nur wegen diesem Kack-Pferdchen. Oh, ich hab doch gesagt, denn. Genau. So. Sieg, Schlacht fortsetzen. Jetzt kommen meine Pferdchen hier. Hallo? Ah, da. Ja, meine sind nicht so schön. Sind auch schön. Ja, irgendwo sind da noch zwei oder drei, die gerade aufgespießt werden und trotzdem nicht sterben, weil sie so viel Leben haben. Schaut, der wird die ganze Zeit durchbohrt und er stirbt einfach nicht. Ja. Nein, ihr lasst es, wenn ihr schon da seid. So. Und dann ist er endlich fertig. Ein bisschen schneller. So, endlich, endlich ist der tot. Hat jetzt sicher 10 Minuten ausgeharrt. Gegnerische General gefallen. Antiochos. Antiochos von Antiochia. Okay. Und jetzt ist hier noch der Schlusskampf. Die anderen stehen dort hinten schon Schlange. Wahrscheinlich ruhen sie sich aus. So. Ja, ist jetzt. Lol, ich habe fast so viel verloren wegen dem General. Okay. Aber ich habe halt viel mehr Männer gehabt. Ja, eben die Kämpfe sind sehr viel verlustreicher. Aber ja. Oh. Bactria. Komm, laden bitte. Ja. Bis das Spiel checkt, dass es laden muss. Ah. Schön. Lauten. Oh, Ausraum, oder?
Browser. Sound. Ich weiß nicht, wieso es jetzt wieder so leise plötzlich ist, aber irgendwie spackt meine Soundkarte oder so etwas. So, Alliierte Staat oder Delikte der G. Ja, das ist mit dem Zufriedenheit. Ich weiß nicht, ob das irgendwie positiv später ist, aber ich nehme Alliierten Staat. Und hier nehme ich ja, normaler. Oder ich mache auf niedrig, genau. Nein. Ich werde die auflösen. Ah. Nein, ich löse sie nicht auf. Sie kosten nicht viel und sie können Panzerung durchschlagen. Jetzt muss man sie ein bisschen besser auf einsetzen und jo. Wow, habe ich jetzt viele Handelsrouten auf dem Meer? Das wäre cool. Was möchte ich noch kurz schauen? Und das ist Gebäudekartei beim Hafen. Ah, Ports hier. Ja, die haben gleich viel wie die Römer. Bin mal gespannt, wie das am Schluss aussieht. Wie sicher wie so ein gewebtes Netz oder so. Dann kann ich hier noch etwas bauen und das ist nämlich eigentlich der Hafen, aber der kostet 24.000. Dann nehme ich am besten Zeus Tempel. So. Hier kann ich nichts kaufen. Kann einen ausbilden. Hier gibt es keine Ausbildung. Schwertträger. Du bist so und du bist so. Es ist dein Selbstvertrauen. Ah, okay. Dann nehme ich ihn. Problemmut. Ja. Das heißt, Verschmutzung und so. Nehme ich den raus. Und tu den hier. Die. Mitnehmen. Einen von den Dinger. So, so. Und geh schon mal hier runter. Genau. Ja, mal schauen, wenn wir dann Frieden machen mit denen. Einfach so zum. Hier ein bisschen mehr Land haben. Und dann eben. Damit wir einfach. Nicht immer gegen sie kämpfen und vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen, das wir bräuchten. Also, wie gesagt, die können keine Gefahr sein, die haben viele Feinde. Wir haben vier. Wir haben Pontus noch als Feind? Okay, Pontus war irgendwie hier oben. Vielleicht kann das hier sein. Nein, das ist Apostamei. Wir schauen mal bei den Selekiten, wo waren sie? Da. Hä? Ah, das sind gar nicht. Ah, das sind gar nicht sie. Okay, dann ist klar. Der Unterschied ist ein bisschen schlecht sichtbar. Jo. Haben wir hier noch etwas zum Bauen? Eine Schule, aber ich weiß nicht, was es bringt.
und die da oben. Oh, das muss ich dann auch noch machen. Aber nächste Runde. Und tiefes. Einfach blaue Mütze an. Elite-Skirmischer, okay. Also, ich schau mal kurz. Ja, ich denke, ich muss jetzt beenden. Jo, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also im nächsten Part hoffentlich. Und ja, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.